Und damit wieder alle und herzlich willkommen zu Hearthstone. Ach, Muckla. Heron Blutschatten, Tokido und endliche Alexstrasza. Morlocks, Stachel-Eberdrachen. Tokio oder Muckla, Tokio oder Muckla, Tokio oder Muckla, Tokio oder Muckla. Aha. Überlege mal. Komm, wir nehmen Muckla. Wir nehmen mal König Muckla. Es kann nur schlecht werden. Also Plan wäre es Stacheleber, Drachen. Eins von beiden. Ich kann halt nichts anderes. Offiziell gar nichts anderes. Nein, Gott. Aber das wäre so... Naga kann ich überhaupt nicht untoten, nur Semi. Morlocks haben wir jetzt die ganze Zeit gespielt. Stacheleber oder Drachen wäre es halt jetzt erstmal. Oft werden außergewöhnliche Dinge von gewöhnlichen Dienern vollbracht. Nur für das Gefühl. Gefühl ist uns nämlich sehr wichtig. Torim ist mit dabei. Im Start. Ein Stärker darf sich einmischen. Reutchen. Hoggle. Was Mana Sturm. Eine Geschichte so alt wie die Zeit. Wir machen jetzt einfach. Was ihnen fehlte, war Größe, die sie durch Tapferkeit wettmachten. Den pushen wir ein bisschen hart. Mit der. Möglichst lange überlebt. Mit den großen Bananen ist das immer ganz gut. Und dann geht jetzt gleich alles auf Varikosa, wenn wir die auf Stufe 3 endlich dann bekommen. So der Plan. Und die beiden, die wir jetzt haben, fliegen auf jeden Fall wieder raus. Mana Sturm mag ich halt auch nicht. Michi kommt mit dem immer super zurecht, aber ich mag den. Die Flut des Bösen wurde vorerst zurückgedrängt. So, jetzt pushen wir beide noch ein bisschen. Wir kriegen ja mal zwei Bananen. Kümmere ich mich jetzt darum, dass die kleinen Bananen auf jeden Fall immer auf die beiden hier drauf kommen und die großen versuche ich ein bisschen zu behalten. Sicher sein, dass ich die großen gleich noch für Tarigosa übrig habe, wenn sie dann droppt, ne? Das hat auch immer so eine Frage, ob sie droppt oder nicht. Sehr schönes Even auf jeden Fall. Erst in der Niederlage konnte der Held den Wert des Sieges verstehen. Nehmen wir den mal noch mit. Wie gesagt, große Banane bewahren wir jetzt mal auf. Warum warten wir jetzt schon 50 Sekunden? Das ist gemein. Okay, der Toggle Wuggle ist jetzt erstmal nur aufgestiegen. Also entweder er hat nichts oder sein Board ist voll. Ein Board voll geht, glaube ich, überhaupt nicht, aber... Entweder hat schon das, was er braucht, erstmal, was für den Anfang reicht. Ansonsten, ja, müssen wir mal gucken.
Bösewicht wurde besiegt. Gut. Aber Frieden war nicht erzielt worden. Den schmeißen wir raus. Dem Diener wurde für seine Hilfe gedankt und er würde für immer ein Freund bleiben. Der verbesserte Ruf brachte neue Diener mit sich, die nach Ruhm strebten. Al-Akia kriegt natürlich Gottesschild und alles drum und dran, wenn er Drachen spielt, Pythagorasa umsonst, aber er spielt Morlocks. Bin ich gespannt. Immerhin zwei weg. Vielleicht lernt er etwas aus dieser Geschichte. Ich wollte jetzt automatisch hier unten im Moloch kaufen. Halt da oben. So, ihn nehmen wir mal. So, gegen Steppke. Was spielt Steppke? Gehen wir mal in der Theorie nach. Er spielt Untote, okay. Viel Angriff, wenig Leben. Und ja. Toll. Wüsste ich jetzt, was für eine Taktikanalyse kann man da haben? Also theoretisch gesehen, er hat den 1-1er, der noch 2 ausruft. Der hat vielleicht schon einen ewigen Ritter, der ein bisschen gebufft ist. Er ist noch Stufe 2. Er ist Stufe 3. Heißt, eventuell könnte er auch schon Inja haben, die hauszerfüllte Hexe. Oder sogar den anderen, der Wiederkehr auf einen macht, wenn er stirbt. Das lief doch gut. Die Flut des Bösen wurde vorerst zurückgedrängt. Da ist meine Karte. Mein Drachenzorn gehört euch. Yes. Was ist noch hier von einer? Den nehmen wir noch oft mit. Oft werden außergewöhnliche Dinge von gewöhnlichen Dienern so, vollbracht. So, lieber Bernwächter, würdest du das Gottesschild bitte direkt auf Tarigosa schmeißen? Das wäre Non plus Ultra. Dann kann der 5-10er gehen, der 3-2er kann gehen. Wie die nächsten Drachen, die dann kommen. Ah, sorry, ich muss spagen. Wir haben zwar schon 10 Uhr, aber seit 8 Uhr schon wieder wach und gestern erst so gegen. Ne, schon gegen 1 ins Bett. Also, so war's nicht.
gegen, würde ich schon sagen, gegen Michi, nee, aber es ist gegen Milhouse Mana Sturm. Also Gottes Schenk, aber aber er hat gewonnen. Und so bezwang der Held seinen Feind. Erhöhen wir die Chance, dass das Gott sich hier aufgibt. Wir steigen nochmal auf. Theoretisch gesehen, nee, dafür freeze ich nicht, weil da kommt jetzt gleich der Bärenwächter. Der wäre für mich erstmal wichtiger. Nicht der Bärenwächter, der Personaldrache. Weil ich will nicht so lange auf den hier rumgambeln. Auf dem hier und den beiden. Wie gesagt, die kriegt jetzt Gottesschild und dann passt das schon. Hoffentlich. Gegen Thorim hat er sein Ding durch. Noch 5 Gold muss er ausgeben. Bin gespannt. Er hat jetzt mehrere Dienertypen. Normalerweise kannst du dich dann schon oder musst dich darauf spezialisieren, was du da auch immer bekommst. Am Anfang zum Auswählen. Schwierig ist es in beide Richtungen eigentlich. Wenn der 7er erst zum Schluss droppt und du den dann aussuchst, genauso wie am Anfang. Weil du dich auf jeden Fall in eine Richtung orientieren musst. Ja, da haben wir ein Doppelschild. Ah, er spezialisiert sich auf. Warum stand dann da mehrere Dienertypen? Ich weiß es manchmal selbst. Was? Welche Blutedelsteine? Dieser Rekrut hat später Großes geleistet. Das ist doch kein Rekrut. Das ist eine ja, das war schlau. Mein Drachenzaun gehört. Egal, wir pushen hier schon ein bisschen. Und dann haben wir mal hier einen. Okay. Gegen Doggle Woggle. Stacheleber. Da oben ist der Personaldrache. Ich beinahe nicht gesehen. Beinahe nicht gesehen. So, Toggle-Woggle war schon auch schon Stufe 4. Ne, sogar Stufe 5 schon. Oha. Okay, das ist natürlich hart. Aber ich glaube, dadurch hat er das Board echt noch nicht mal annähernd so voll. Letzten Kampf hat er, glaube ich, verloren. Ja, zwar nicht hoch, aber verloren. Könnte ihn jetzt dasselbe Schicksal ereilen. Die Stadtbevölkerung freute sich. Ja. Dass ich den nicht raus. Ich
hab kurz dran gedacht, den Boss zu schützen. Komm. Aber wenn wir jetzt nochmal gegen Toten spielen, was wir nicht tun werden. So, da haben wir unsere Tarego, sein Gold. Mein Drachenzaun gehört euch! Der hat halt nur Stacheleber, ne? Nehmen wir ihn erstmal mit. Von denen, die da jetzt waren, am meisten. Der bringt uns gar nichts. Der bringt uns auch nichts. Und der bringt uns hier überall auch nichts. So, den können wir nach vorne tun. Personaldrache tun wir noch ein bisschen aufpushen. Hinten die kleine fliegt jetzt gleich dann irgendwann raus, wenn ich Platzmangel habe. Weil er macht ja 3-3 im Kampf. Sie behält das. Die behalten das jetzt nur durch sie dann, wenn er sie im Kampf pusht. Aber da orientieren wir uns jetzt gleich nach dem Gottesschild grünen Drachen, den ewigen Bewahrer oder wie heißt er? Drachen. Hartnäckiger Dichter. Benachbarte Drachen behalten eure Verzauberung aus dem Kampf heraus. Also wenn ich den hier dazwischen erstmal stelle, dann behalten die beiden das von ihm. Er fliegt sowieso irgendwann raus. Und dann mal gucken. Irgendwann habe ich noch einen Personaldrachen, dann ist er auf Gold. Dann pushen die sich gegenseitig. Mal gucken. Okay, schon mal einen ausgenockt. Noch einen weg. Da gehen viele drauf. Ja, kann man so stehen lassen. Da ist nochmal der Personaldrache. Den will ich nicht nochmal. Da ist der Personaldrache in Gold. Okay, danke schön. Alle für einen und einer für alle, riefen sie. Da ist er nochmal. Keine Banane kriegt er. So, Leroy kann ich verstehen lassen. Weil, ob ich jetzt einen Leo rausschmeiße und den nächsten rein tue, ist halt egal. Al-Arkia spielt Morlocks. Ist natürlich jetzt die Frage, ob ein Giftiger dabei ist, ne? Aber das werden wir ja jetzt herausfinden, wenn wir gegen ihn kämpfen. Sicherlich wäre der Held ein ehrenhafter Herrscher. Okay, die Giftigen sind schon mal weg. Okay, wow. Entschuldigung, Al-Arkia. Aber irgendwie auch nicht. Und so
schloss sich ein neuer Diener dem Abenteuer an. So, jetzt kriegt sie. Toggle-Wockel. Ja. Ist jetzt so, der fliegt auch. Ich weiß, es ist eine harte Entscheidung. Doch, ich verstehe dich schon, aber... Nö. Da wäre er. Okay, wir nehmen da die Goldmütze mit. Wir die Kälte ließ sie festfrieren, bis die Sonne wieder aufging. Jetzt müssen wir ihn auch ein bisschen pushen. Weil jetzt geht er hin, Kampfbeginn, macht 6 plus 6 auf sie, sie behält das sowieso. Macht aber auch 6, 6 auf die beiden und durch ihn behalten die das. Weil den Roten müssen wir auf jeden Fall behalten, erstmal. Könnten wir im Endeffekt auch irgendwann rausschmeißen. Dafür brauchen wir aber noch ein paar andere. Also der Personaldrache wird auf jeden Fall behalten. Deswegen, ja. Toggle-Woggle. Ich vergesse immer, was Toggle-Woggle spielt. Stachelleber, ja, okay. Kein Giftig, kein Swipen. Thorim hat seine Quest fertig. Also seine Aufgabe, sein Skill. Sicherlich wäre der Held ein ehrenhafter Herrscher. So zwei Rockkanäle. Ja, Talk and Walker ist gut normal. Ein Leben hat er noch. Drehe wieder zu viel weg, zu viel weg, zu viel weg. Das nehmen wir mal mit. Den schmeißen wir raus. Packen wir da hin. Da drauf. Da drauf. Da drauf. Komm, wir spielen die Goldmütze aus und drehen nochmal. Noch eine Tarigosa? Nein. Er, eventuell vielleicht. Da muss ich aber auch wieder anders stellen. So viel Veränderungen wären jetzt nicht gut. Aber wir können ihn ja immer noch auf die Hand nehmen, beziehungsweise Leroy Jenkins rausschmeißen. Ich hasse Leroy Jenkins, wenn es der Gegner hat. Deswegen will ich ihn eigentlich auch so gut wie nicht spielen. Aber wenn es sich halt so angeboten hat, wie gerade eben, da muss man das halt so machen. Der Held trug die Krone, aber andere hatten vor, sie ihm abzunehmen. Er soll auch Musik sein. Spannend. Hat nur wenig Leben. Gegen Thorin. Ja, da bin ich gespannt. Da bin ich echt gespannt. So ein Paladin nach hinten. Und würde. Nee, nicht nach hinten, sondern nach.
Hier, damit er das behält, was der Personaldrache jetzt macht. Einmal aufsteigen. Kampfschrei haben wir nicht. Nein. Okay. Dann heißt es jetzt wieder abwarten, was der liebe Thorin denn so hat. Drachen hat er. Müssen wir mal gucken, was er so macht. Beziehungsweise was er wirklich dann auf dem Board hat, ob das lohnenswert gegen uns ist. Ich weiß es doch nicht. Eigentlich sind wir auf einem guten Weg. Welche Siegesserie haben wir jetzt? Eine 8er Siegesserie, 2 goldene erst. Also 2 Drillinge. Der Held kämpfte sich nach oben. Ich sehe gerade, was ich mit der Personaldrache muss machen. Ich sehe meinen Fehler ja ein. Der hat den. Harry, großer Regel. Unentschieden. So, mein Fehler war Personaldrache hier. Unser Held hatte die Schlacht verloren. Wir müssen Personaldrache nach hinten tun, damit er das auch behält und er das Windzorn kriegt von denen da vorne. Und danach muss ich die umdrehen. Ich drehe die jetzt direkt einmal um. Oft werden außergewöhnliche Dinge von gewöhnlichen Dienern vollbracht. Ja. Nein. Wen nennst du hier klein? Nein, jetzt habe ich den Drachen weggedreht. Nein. Okay. Dann war halt nochmal der. Und. Pack den. Deine Bananen immer auf die Kleinen. Und die Große immer auf Tarikosa. Wir spielen gegen Toten. Wen hat's denn da zerrissen? Oh, Wolchin hat's zerrissen jetzt. Also heißt Hoggewoggel, Dorim und meine Wenigkeit im Late Game. Und mal wieder reißen es die Drachen raus. Ihr seht, ich habe Platz 6, 5, 5 jeweils immer mit Morlocks gemacht. Jetzt stecken wir einmal auf Drachen um und das Ganze läuft. Wir hätten auch wieder die Chance gehabt auf Morlocks, aber nein. Hatte ich euch ja versprochen, dass wir jetzt mal keine Morlocks mehr spielen. Gut, die Serie ist nicht gebrochen, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ey. So. Der Held trug die Krone. Alle andere hatten vor sich abgeschlagen. Eigentlich war seine Taktik nicht schlecht. Eigentlich. Hat nicht gereicht. Es hat halt nicht gereicht. So. Er hatte Untote, das bringt mir nichts. Er hat Stacheleber, bringt mir auch nichts. So, jetzt drehe ich das Ganze einmal so rum.
brauche ich gar nicht. Alle für einen und einer für alle, riefen sie. Dieser Rekrut hat später Großes geleistet. Der Diener machte sich auf den Weg zu dem Abenteuer, nach Hause zurückzukehren. Und so schloss sich ein neuer Diener dem Abenteuer an. Ja, nochmal eine Tarikosa braucht man eigentlich. Man findet nicht. Freunde aber den, an den ungewöhnlichsten Orten. Wir starten den mal noch mit Miss Banan aus. Und hoffen jetzt, dass Mr. Togglewoggle nicht so sehr aufgedreht hat. Ich bin gespannt. Man muss da immer mit einem gewissen Maß an Respekt rangehen, auch wenn man Ärzte ist. Wir nennen das immer den Fluch der großen Fresse. Immer wenn man sagt, boah, das gewinne ich safe, das gewinne ich locker und keine Ahnung was, ist das am gefährlichsten. Weil genau die kriegen dann hinterher sogar vom letzten eins noch auf die Schnauze. So, und dann haben wir natürlich Dine, die immer hingeht und sagt, ah, ich spiele so schlecht und keine Ahnung was, und dann Erster wird. Das ist dann für mich diese, kennt ihr diese Schüler, die damals gesagt haben, boah, ich habe bestimmt eine 6 geschrieben und kriegen die einzige 1? Das ist Dine. Wunderbar. Wunderbar. Okay, der ist weg. Ah, es wird ein Win. Nein, es wird ein Win? Wow. Okay, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Ich hab die Zahlen gesehen und dachte, das wird nur. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. So, so. Nicht zu klein, nicht zu groß. Dieser Diener war genau richtig. Nein. Leider nein. Aber wir machen den hier noch. Wir packen den hier zwischen. Wollen wir das denn auch? Das ist die Frage. Ne, er behält eh. Gut, er kann sich selber nicht buffen, aber ja. Gucken wir mal, was da passiert, wenn ich den dazwischen hämmer. Ja. Finale! Es heißt jetzt, entweder ich werde die ganze Zeit runtergekloppt oder wir gewinnen. Der Held stand an 7. Stelle der Thronfolge. Soll ich sogar verlieren? Okay. Das wird ein Scherben auf Raten. Das wird ein Sterben auf Raten. Da war auch den da noch mit dabei. Ich hasse diesen Pfanner. Vielleicht lernt er etwas aus dieser Geschichte. Ihr wisst, ich lerne da nichts draus, ne? Oh, mein Gott.
das war scheiße. Nicht drauf geachtet. Mist. Okay. Ich habe die wahre Endzeit erlebt. Nehme ich auch? Nehme ich auch. So. Fee, den noch mit? Fo, fum, brüllte der Diener. Okay. Den soll ich auch wegschmeißen. Und ihn stelle ich jetzt dann dahin. Damit er das Windzorn abbekommt und natürlich auch immer stärker und stärker und stärker wird. Aber der hat halt viel Gottbeschwert, der Thorin, ne? Decker sterben auf Raten. Der Held trug die Krone, aber andere hatten vor, sich ihn abzunehmen. Jetzt hat er da zwei Leroy Jenkins dabei. Jawohl. Da kann er nicht sterben. Ah, er bufft sich selbst, ist gut. Und damit würde ich sagen, wir haben gewonnen. Eine 1031er Arigosa. Ja, Drachen überall. Platz 1. Dankeschön. Vielen Dank. Und ich bedanke mich auch fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.